Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage: Brauchen wir eigentlich noch Großkraftwerke, also die klassischen Grundlastkraftwerke? Zuerst einmal die Frage: Was ist eigentlich die Grundlast? Im klassischen Energiesystem ist das der Grundverbrauch, der immer über den ganzen Tag hinweg anfällt, der also nie unterschritten wird. Der wird ergänzt durch die Mittellast, das ist der Energieverbrauch, der den Großteil des Tages anfällt, und durch die Spitzenlast. Das sind also die Verbrauchsspitzen, die dann anfallen, wenn besonders viel Strom oder Energie ganz allgemein verbraucht wird. Das Ganze ergibt sich aus dem landesweiten Lastgang, also dem Verbrauchsverhalten von allen Verbrauchern. Das ist das sogenannte Lastprofil, das für Haushalte, Industriekunden, Gewerbekunden, Landwirtschaft, Verkehr und so weiter unterschiedlich ist, standardisiert ist. Und daraus ergibt sich eben für ganz Deutschland ein Gesamtlastgang. Im modernen Energiesystem sollten wir aber nicht unbedingt von Grundlast sprechen, sondern eher von Residuallast oder eher Restlast. Das ist das, was übrig bleibt nach der Einspeisung der erneuerbaren Energien. Und diese Restlast kann sich eben auch extrem schnell ändern, immer je nachdem, wie viel erneuerbare Energie in diesem einen Moment gerade eingespeist wird. Die kann sogar negativ werden, immer dann, wenn wir eine Überdeckung aus erneuerbaren Energien haben, wenn in genau dem Moment übermäßig viel Windkraft und Solarkraft zum Beispiel produziert wird, haben wir sogar eine Überdeckung. Was sind jetzt aber diese klassischen Grundlastkraftwerke, von denen ich am Anfang gesprochen habe? Das sind vor allem die Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die ja klassischerweise mit einer dicken Leitung angeschlossen werden an das Gesamtstromnetz und die wir gewissermaßen ja auch abschalten wollen. Kernkraftwerke einerseits, weil wir als Menschheit bisher nicht bewiesen haben, dass wir sie wirklich sicher betreiben können. Und andererseits, weil wir natürlich jede Menge Atommüll produzieren, der über Jahrtausende hinweg immer noch tödliche Strahlen von sich geben wird. Kohlekraftwerke auf der anderen Seite, weil es einfach den extrem hohen CO2-Ausstoß gibt und wir auch das natürlich nicht haben wollen. Wichtig ist, dass diese Kraftwerke unglaublich unflexibel sind, weil sie schon wirtschaftlich darauf angewiesen sind, eigentlich das ganze Jahr über zu laufen, also eine hohe Anzahl von Volllaststunden zu produzieren. Nur dann laufen die tatsächlich wirtschaftlich. Und dementsprechend wollen die Betreiber dieser Kraftwerke natürlich auch, dass sie möglichst lange und möglichst oft im Jahr aktiv Energie produzieren. In der Vergangenheit war das ja auch richtig so. In der Vergangenheit hatten wir eine zentrale Energieversorgung mit großen Kraftwerken, die, wie gesagt, mit dicken Leitungen über das ganze Land hinweg die Energie verteilt haben. Aber im zukünftigen Energiesystem des 21. Jahrhunderts sieht das Ganze etwas anders aus. Hier übernehmen nämlich viele kleine dezentrale Energieerzeugungsanlagen, Speicher und auch Steuerungstechnologien die Aufgabe der Versorgungssicherheit. Das sind einerseits Wasser- und Bioenergie, die durchaus auch quasi als Grundlast laufen können, weil sie eigentlich den ganzen Tag über produzieren können. Das sind andererseits Wind und Sonne, die mega viel Strom produzieren können und dadurch natürlich auch die Speicher immer wieder aufladen können. Und das sind schlussendlich Gaskraftwerke, zum Beispiel auch Gasblockheizkraftwerke, die äußerst flexibel immer dann mehr Strom produzieren können, wenn man ihn braucht, oder eben auch abgeschaltet werden können, wenn wir zum Beispiel zu viel Energie haben. Es geht also schlussendlich darum, dass wir den Strom da produzieren sollten, wo wir ihn auch tatsächlich brauchen, wo wir ihn tatsächlich auch verbrauchen. Und dementsprechend eine dezentrale Energieversorgung nicht nur aufbauen, sondern auch wirtschaftlich fördern sollten. Entscheidend ist ja auch, dass wir diese Schritte nicht von heute auf morgen alle machen müssen, sondern dass wir jetzt einfach die kleinen Schritte gehen müssen, damit wir in 10, 20, 30 und 40 Jahren die entsprechenden Ergebnisse sehen können. Und bis dahin haben wir auch die Grundlastkraftwerke, die wir heute ja noch haben, ihren Zweck erfüllt und werden aber bis dahin durch andere Energiequellen ersetzt. Dadurch kann man auf die Feststellung, erneuerbare Energien sind ja gar nicht grundlastfähig, durchaus antworten mit: Ja, ist auch okay. In Zukunft brauchen wir gar keine Grundlast mehr. Wie steht ihr zu diesem Thema? Habt ihr irgendwelche Fragen? Dann schreibt das in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Weitere Infos gibt es wie immer bei energiewirtschaft-einfach.de. Und das war's für heute bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.